Hier die Fortführung des 13. Teiles der Vorlesung Einführung in den Elektromagnetismus. Es geht weiterhin um die Berechnung von B-Feldern durch das Biot-Savarsches Gesetz. Im ersten Teil hatten wir uns den unendlich langen geraden Leiter angeguckt. Jetzt geht es darum, eine Leiterschleife, also sowas hier, zu beschreiben, wie das Magnetfeld aussieht, und im zweiten Teil, wie diese Geometrie einer Spule zu beschreiben ist. Also beginnen wir damit. Also hier ist die Geometrie gezeigt, die wir haben, wenn wir so ein, das soll rund sein, eine runde Leiterschleife haben. Wir machen es uns einfach und gucken uns nur an, wie das Magnetfeld ist auf der Achse. Das heißt, hier sieht die Geometrie ungefähr so aus. Ich hoffe, Sie erkennen es. Die Achse geht durchs Zentrum der Leiterschleife. Wir haben, das soll die X-Richtung sein, wir haben Y- und Z-Richtung und wir lassen den Strom in der Leiterschleife fließen, und zwar überall gleich. Von der Geometrie, hier ist es gezeigt, haben wir also die Leiterschleife, die die Größe, die Dimension hat, groß R, also ein Radius. Das Element hier oben soll dl sein mit einem Vektorpfeil drüber, weil natürlich die Richtung des Stromes dadurch ausgezeichnet wird. Und wir gucken uns irgendeinen Punkt an, einen beliebigen Punkt p, der soll aber auf der x-Achse, das heißt hier auf diesem geometrisch auf diesem Element hier irgendwo liegen. Für das Element dl müssen wir jetzt als erstes anschauen, wie groß das Magnetfeld hier in diesem Punkt P ist. Um das zu berechnen, ist es einfacher, nicht hier das so zu beschreiben oder anzugucken wie oben gezeigt, sondern die Projektion auf eine Ebene. Das heißt, wir haben den Radius hier. Das dl kommt jetzt aus der Zeichenebene heraus oder geht in die Zeichenebene hinein. P liegt auf der x-Achse im Abstand x vom Zentrum der Leiterschleife. Der Radius oder der Abstand, besser gesagt, von dem Element hier oben, dl, und P nennen wir klein r. Demzufolge können wir direkt sagen, dass aufgrund der Richtung, die im Biot-Savarschen Gesetz vorgegeben ist, dass B wie liegt senkrecht auf dem R und senkrecht auf L. Das heißt, es wird irgendwie so stehen, wie es hier gemalt ist. Das B wird hier hoch zeigen. Jetzt geht es also darum, dass wir uns ausrechnen, wie groß dieses dB ist, und dann alle Leiterelemente auf dem, diese dLs hier, integrieren über den gesamten Leiter. Also fangen wir an, nehmen wir nur das kleine dl hier und gucken uns an, wie groß das dB ist. dB ist von der Richtung her senkrecht auf der xy-Ebene, wenn das die Geometrie so gewählt ist, wie hier gezeigt. Das heißt, der Leiter aus der Ebene herausragt, also in die z-Richtung. Das heißt hier, das dl als Vektor ist senkrecht auf dem Vektor klein r, also der Verbindungslinie zwischen dl und p. dB, also das Magnetfeld von dl, ist vom Betrag her μ0 durch mal i durch 4pi mal gleicher Ausdruck wie im Kapitel zuvor schon gesehen für den geraden Leiter, Betrag dl kreuz r durch r hoch 3. Das lässt sich jetzt aber ausdrücken direkt von der Richtung als dl durch r Quadrat, weil ja die senkrecht aufeinander stehen, wie hier gezeigt. Das heißt, damit sind wir schon ein Stück weiter. Wir können nämlich hier dieses d, das r Quadrat, was hier liegt, klein r Quadrat, ausdrücken als groß r Quadrat plus x Quadrat. Also haben wir diesen Ausdruck für das
dB. Es hängt in diesem Ausdruck nicht mehr davon ab, wie groß das R ist, klein r, sondern nur wie groß groß R ist und der Abstand x. Jetzt können wir die Symmetrie zu Rate ziehen, wie dieses B-Feld aussieht. Wenn wir hier oben ein Leiterelement haben in der Richtung, muss es auf dem unteren Ende direkt gegenüber von der Leiterschleife ein Element geben, was in die andere Richtung zeigt mit dem gleichen Strom. Von der Geometrie ist es klar, dass auf einem Punkt auf der X-Achse, also wieder so gemalt, die Komponenten von diesem Leiterelement oben, was in der Richtung steht, sich aufhebt, genauso groß ist vom Betrag wie das Element dB, was von dem Leiterelement hier unten erzeugt wird. Also die Symmetrie-Eigenschaft der Leiterschleife führt dazu, dass wir direkt folgern können, wie groß die Komponente von dem dB in der Y-Richtung ist, nämlich 0. Es muss sich aufheben auf der Achse, für einen beliebigen Punkt auf der Achse, kann das Magnetfeld nur in Richtung von der Achse stehen. So ein Argument der Symmetrien benutzt man oft. Wir hatten das, wenn Sie schon die Mechanik gehört haben, auch bei der Berechnung von Gravitationskräften verwendet. Ein ähnliches Argument, wann sich Kräfte oder Felder aufheben aufgrund der Symmetrie. Also hier können wir folgern, das B-Feld kann nur in Richtung der X-Achse liegen. Das heißt, aus Symmetriegründen, das ist das Zauberwort, muss BY und BZ 0 sein. Damit können wir das dBx, also Magnetfeld in der X-Richtung, ausdrücken als Betrag von dem dB, hier wird es unmittelbar klar, in der Zeichnung mal Cosinus von diesem Winkel, der hier die Geometrie beschreibt, also Cosinus Theta. Cosinus Theta aus der Zeichnung, wieder ist es deutlich zu sehen, ist aber groß R durch klein r. Klein r, wie eben schon verwendet, drücken wir aus durch Wurzel x² plus groß R², Pythagoras. Also können wir mit dieser kleinen Umformung das Feld bx ausrechnen als Integral dieses Ausdruckes. Also μ0 mal i durch 4pi und integrieren müssen wir Cosinus Theta durch x² plus R² dl. Das sind dieser Ausdruck hier. Setzen jetzt ein die Relation für den Cosinus Theta, also hier, erhalten damit μ0 mal i durch 4pi mal r, groß r, durch x² plus groß r² in Klammern hoch 3 halbe. Hier haben wir das 2 halbe hoch 2 halbe. Hier vorne durch diesen Cosinus-Ausdruck kommt ein weiteres hoch ein halb hinzu, also hoch 3 halbe und Integral dl. Das heißt, das Ganze wird deutlich einfacher als vielleicht vermutet, weil die Geometrie so gewählt ist durch diesen Punkt auf der Achse, dass dieser Ausdruck hier vorne überall für alle Leiterelemente gleich ist. Das heißt, wir brauchen nur noch über die Leiterschleife zu integrieren. Die Geometrie, klein r, groß r, x und auch der Winkel ist für alle Leiterelemente auf diesem Kreisbogen gleich. Das heißt, das Integralzeichen kann hier hingezogen werden. Das andere ist eine Konstante. Damit braucht man nur noch die Leiterschleife zu integrieren. Das ist aber gerade der Umfang. Das heißt, wir erhalten hier 2pi groß R für dieses Integral. Und damit das Ergebnis bx ist μ0 durch 2, das kürze ich hier gerade weg, das 2pi, mal i mal R² durch x² plus
groß R Quadrat in Klammern hoch 3 halbe. Das sieht vielleicht nicht so unmittelbar klar aus, was das bedeutet, aber schauen wir uns das noch einmal ein bisschen genauer an, was da steht oder wieder was da nicht steht. Es hängt also nur noch davon ab, wie groß das x ist, der Abstand des Punktes von der Leiterschleife und von dem Radius der Leiterschleife selber. Wie das B-Feld also aussieht, können wir uns damit so zurechtlegen. Wir haben die Leiterschleife. An jedem Element gibt es ein B-Feld, was mit der rechten Handregel, wie wir das in dem ersten Teil dieses Teils der Vorlesung gesehen hatten, für einen geraden Leiter Stromrichtung, die Fingerrichtung gibt vor, wie das Magnetfeld aussieht. Und wenn wir, wie hier angedeutet, zu einem zweiten, zu einem dritten, zu einem x-beliebigen Element auf der Leiterschleife gehen, haben wir immer den Sachverhalt so, dass die Richtung der Magnetfelder innerhalb der Leiterschleife in die gleiche Richtung zeigen. Das heißt, das Bx geht im Zentrum tatsächlich in diese Richtung heraus. Wenn wir die Stromrichtung umdrehen würden, würde das Magnetfeld entsprechend der Geometrie gerade in die andere Richtung zeigen. Von oben betrachtet, also wieder als Projektion, als Querschnitt, hätten wir folgende Geometrie. Hier sind die beiden Elemente des Leiters. Der Strom fließt also einmal in die Ebene hinein, einmal kommt er heraus. Wir haben an jedem Element die kreisförmig angeordneten B-Feldlinien und die addieren sich. Die B-Felder addieren sich und zwar in der Symmetrie. Ebene, das heißt auf der x-Achse gerade so, dass das B-Feld entlang der x-Achse zeigt. Machen wir uns das Ganze noch einfacher, indem wir Sonderfälle, Grenzfälle betrachten. Nämlich der einfachste Fall wäre, wir wollen wissen, wie groß das Magnetfeld ist im Zentrum dieser Leiterschleife. Das heißt, im Zentrum heißt einfach, wir nehmen diesen Ausdruck hier und setzen x gleich 0. Also Punkt im Zentrum, x gleich 0. Und wir erhalten bx im Zentrum, hier das z soll das andeuten, ist μ0 mal i durch 2. Hier kürzt sich gerade das x gleich 0, also kürzt sich das r² heraus mal 1 durch r. Der Ausdruck ist also für das Magnetfeld dieser Leiterschleife im Zentrum ist denkbar einfach. Proportional zum Strom, eine Konstante davor und abhängig davon, wie groß die Leiterschleife ist. Also eine kleine Leiterschleife, ein kleiner Radius der Leiterschleife, ein großes Feld im Zentrum. Zweiter Sonderfall, was passiert, wenn wir einen Punkt wählen, der nicht im Zentrum liegt, sondern sehr weit weg, also in großer Entfernung, in unendlicher Entfernung. Also das x ist in dem Fall sehr viel größer als die Geometrie der Leiterschleife, also größer als das Groß R. Und das x² plus r², was hier in dem Ausdruck im Nenner steht, ist näherungsweise x². Demzufolge wird das bx μ0 mal i durch 2 mal r² hier oben, das bleibt, durch x hoch 3. Hier ist merkwürdigerweise gerade ein Ausdruck, der uns vielleicht schon bekannt ist, nämlich den hatten wir schon mal definiert als magnetisches Moment, Pb. Das war nämlich gerade der Strom von so einer Leiterschleife multipliziert mit der Fläche der Leiterschleife, also πr². Und wenn wir das einsetzen in diesen Ausdruck, dann können wir das also schreiben, dass das Magnetfeld in großer Entfernung von dieser Leiterschleife ist μ0 durch 2π, Konstante, mal magnetisches Moment durch Abstand hoch 3. Also ein einfacher Ausdruck davon, wie das Magnetfeld der Leiterschleife ist. Also es nimmt
stark ab, wenn der Abstand größer wird. Aus dem Grund, ist vielleicht nicht so überraschend, werden wir auch kein Magnetfeld merken, wenn die Leiterschleife einen endlichen Strom hat und in großer Entfernung ist. Gehen wir zum nächsten Fall über, nämlich die Geometrie einer Spule. Das ist hier in der Abbildung auch gezeigt. Also nicht ein Ring, nicht viele, also keine Leiterschleife, keine vielen Leiterschleifen, die ineinander gewickelt sind, sondern eine Spule. Wie könnte das Magnetfeld aussehen? Wir hatten jetzt ja schon gesehen, gerader Leiter, diese ringförmigen Magnetfeldlinien, die herumlaufen, dann gerade berechnet, wie groß das Magnetfeld aussieht auf der Achse von so einem Ring, von einer Leiterschleife. Und jetzt legen wir viele Leiterschleifen nebeneinander, aber jeweils einen Abstand zwischen den einzelnen Schleifen. Der Strom soll überall gleich sein in allen Leiterschleifen. Das heißt, von der Geometrie haben wir eher so etwas. Das heißt, wir haben irgendwo einen Anfang der Spule, der Draht in dem Fall ist so gewickelt, dass er halbwegs mit dem gleichen Abstand immer zwischen den einzelnen Leiterschleifen fließt. Am Ende fließt er irgendwo heraus. Und die Frage ist jetzt, wie groß ist denn das B-Feld von diesem Gebilde? Kann man das schon ungefähr erraten? Das wird sicherlich kompliziert zu beschreiben sein, aber eins ist klar, die Zylindersymmetrie des Gebildes wird eine Auswirkung haben auf das B-Feld. Das heißt, das B-Feld wird die gleiche Symmetrie haben, nämlich eine Zylindersymmetrie. Hier ist es angedeutet, wie das im Querschnitt aussieht. Wir haben viele Elemente der Spule, wo der Strom entweder in die Zeichenebene hineinfließt oder heraus. Wir haben die Überlagerung von B-Feldern, die an jedem dieser Elemente entsteht, und das Resultat ist etwas, was ungefähr so aussehen mag, wie es hier angedeutet ist. Das heißt, hier die Symmetrie auf der Symmetrieachse der Spule und herumlaufende B-Feldlinien um diese gesamte Spule. Das zu berechnen ist sicherlich kompliziert, weil es abhängt auch von dem Abstand der einzelnen Leiterschleifen in dieser Spule. Wir werden das hier nicht vornehmen, sondern das Resultat, was man auch analytisch, also mit dem Stift ausrechnen kann, nur übernehmen. Und das sieht folgendermaßen aus, dass im Zentrum der Spule, das heißt hier dieser Punkt im wirklichen Zentrum, folgendermaßen aussieht. Es hängt nur ab vom Strom, von dem μ0, von der Anzahl der Wicklungen, also wie viele Leiterschleifen sozusagen hintereinander gelegt sind, und auch noch mit 1 durch L, wenn L die Länge der Spule ist. Das heißt, wenn die Spulenabstände groß sind, wird das B-Feld kleiner im Zentrum. Hier ist vielleicht überraschend, dass der Vorfaktor nicht mal mehr irgendein 2π oder 4π oder irgendwas enthält, sondern nur das μ0. Am Rand der Spule, also an den beiden Öffnungen vorne und hinten der Spule, ist das Magnetfeld gerade abgefallen auf den halben Wert des Magnetfeldes im Zentrum. Also ein halb μ0 mal I mal groß N durch L. Vielleicht überraschend, weil man könnte ja fragen, wo ist denn das Magnetfeld, die andere Hälfte des Magnetfeldes geblieben? Tatsächlich gibt es Magnetfelder, die hier direkt an diesen Abständen der einzelnen Leiterschleifen sozusagen herauslaufen und nicht an den Enden. Außerdem ist das der Wert nur auf der Achse, also nicht irgendwie eher hier in diesem Querschnitt oben oder unten in Richtung
der Leiter, sondern auf der Achse gezeigt. Also, das war nicht berechnet, sondern übernommen aus der Literatur. Wir können uns aber angucken, ob das übereinstimmt mit dem, was man experimentell messen kann. Und das ist hier gezeigt, das ist genau die Spule. Es ist ein Hall-Sensor, der misst das Magnetfeld und der Strom wird in diese Spule hineingeschickt. Man kann den Strom einstellen und wählen und jetzt dieser Hall-Sensor kann von der Geometrie her verfahren werden, verändert werden, die Position und gemessen werden, wie groß das B-Feld ist. Also hier im Zentrum 1,81 Millitesla und am Rand kleiner. Und dann schaut man nach, hier durchgeführt, was passiert, wenn der Strom verändert wird, in dem Fall von 5 Ampere auf 0 Ampere heruntergeregelt wird und in allen Fällen wird das Magnetfeld gemessen. Und wenn man das aufträgt, diese Abhängigkeit B-Feld vom Strom, sieht man eine Linearität. Die zweite Größe, die man messen kann, hier im Schnelldurchgang, was passiert, wenn man den Hall-Sensor von der Entfernung, von der Öffnung weiter wegschiebt. Eine klare Abstandsabhängigkeit ist zu erkennen, die ist hier dargestellt. Das heißt, in dem Fall können wir vergleichen das Experimentelle mit dem, was eben in den Gleichungen angegeben war. Speziell hier war es also die Spule mit 140 Wicklungen. Die Länge ist 0,4 Meter. Das heißt, wir haben ungefähr 350 Wicklungen pro Meter. Der Querschnitt oder die Querschnittsfläche sind 11,5 Zentimeter. Hier müsste Zentimeter Quadrat stehen. Wenn man das einsetzt in die Theorie, hier mit diesem Wert am Zentrum oder am Rand an der Öffnung, kann man die Werte ausrechnen. Schauen wir uns nochmal das Resultat aus den Experimenten an. Also das erste war B-Feld in Abhängigkeit von der Stromstärke I ist linear. Das taucht hier in den Gleichungen jeweils auf. Also das ist sozusagen bestätigt worden in diesem einfachen Experiment. Die Größenordnung, wenn wir die Zahlen wirklich einsetzen, I 5 Ampere und das ausrechnen, kommt raus im Zentrum 2,2 Millitesla als B-Feld. Experimentell wurde hier, das war eben in dem Experiment zu sehen, wurde gemessen ungefähr 1,8 Millitesla. Also stimmt nicht ganz überein. Das mag daran liegen, dass die Wicklung etwas ungleichmäßig war oder der Einfluss des Erdmagnetfeldes nicht ganz behoben war, nicht kompensiert wurde. Das andere, was wir auch gesehen hatten im Experiment, war, dass das B-Feld abnimmt, wenn man weiter weggeht. Da taucht tatsächlich eine Abhängigkeit auf, die ungefähr mit der reziproken Abstandsgröße zusammenhängt. Also, wir können uns in Zukunft darauf berufen, was wir jetzt berechnet haben. Wir wissen, wie groß das Magnetfeld ist. Im ersten Teil hatten wir gesehen von einem geraden Leiter. Jetzt in diesem Teil dieses 13. Kapitels hatten wir eine Leiterschleife berechnet und so eine Spule. Und das können wir für weitere Berechnungen verwenden. Es hat zum Beispiel Anwendung dann, wenn man sich einen Elektromagneten anguckt. Also das werden wir natürlich vornehmen in diese Spule. Also ein Stück Metall, vielleicht Eisen hineinlegen und uns anschauen, wie groß das Magnetfeld in dem Fall sein wird. Aber das im nächsten Kapitel. Jetzt erstmal tschüss.